Hey, heute Abend gibt es wieder einen Livestream und zwar ab 19 Uhr auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Immer schön die Anfänge dieser Folgen im Auge behalten, weil da werde ich euch immer hinweisen, falls es sowas gibt. Und ja, heute ist es wieder soweit. Schaut mit rein und wir werden dann so wahrscheinlich wieder 2-3 Stündchen spielen. Mal gucken, was draus wird. Und ja, bis dann. So, hallo an alle. Was? Ich werde gerade geschlagen, weil ich begonnen habe. Weil ich wohin geguckt habe. Wo ich nicht hätte hingucken sollen. Na, GG. So, hallo an alle. Zur nächsten Folge von Skyworld. Heute bin ich ein bisschen schwummrig im Kopf, deswegen habe ich so wobbelnde Augen. Ihr seht schon, es wird eine reine Expertenfolge. Und da der Server noch einigermaßen flüssig läuft, habe ich wohl alles richtig gemacht bei der Mobfarm. Ich habe da noch was geändert, aber das zeige ich euch jetzt gleich ebenfalls auch noch. So, da bin ich wieder. Also, zum Thema. Was habe ich in der Farm noch gemacht? Was habe ich geändert? Wir gucken uns das an. Ich weiß gar nicht, was ihr davon schon gesehen habt, weil schon ein her ist. Dann läuft Skagen rum. Pass mal auf. Ich habe das Ding mal etwas schöner gebaut. Ja, sollte halt einen futuristischen Stil gehalten werden, auch für die Zukunft. Ich bin am Überlegen, was ich aus meiner Plattform mache. Da muss ich nochmal gucken. Bin noch nicht ganz sicher. Ich würde vielleicht hier dieses Gebiet, diese 4x4 Chunks, diese 16 Chunks hier irgendwie zu einer ganz großen Base machen. Also sich vielleicht sogar wieder so ein großes Base-Gebäude wie ein Craft Attack, nur halt in blauem Stil mache und keine Ahnung, ich hätte irgendwie Bock drauf. Und dann kann ich hier innen drin dann die Farm dementsprechend anlegen, also deine. Kann ich die Chunkweise oder die chunkliche Bauweise beibehalten, das wäre ganz schön und ja, muss ich halt mal gucken, dass ich halt einfach hier so ein 4-Chunk-Gebiet mache oder so. Hätte ich gedacht. Und dann kann ich hier unten halt dann, keine Ahnung, so eine Load nach draußen machen. Ich habe hier eigentlich recht großes Gebiet hier so. Sogar in einer guten Form. Nun, Escation bei den Peets. Hier oben habe ich einfach geclaimt, weil es da Richtung Spawn geht und so. Ne? Naja. Ja, zu der Farm. Die sieht nicht mehr dunkel aus, sondern oben drauf haben wir jetzt ein paar Schlepps. Alter, viele Leute sind online. Hier, ich muss mal schlafen gehen. Und reicht das? Nee, reicht nicht. Schade. Ja, zur Farm an sich. Ich habe hier ein bisschen modifiziert, wie ihr sehen könnt. Bisschen schöner gebaut. Ich hatte hier auch Glas drin gehabt. Das habe ich mal rausgemacht, weil ich habe gedacht, naja, dann sieht man das Dunkelblau nicht so schön. Und so sieht es etwas besser aus. Außerdem habe ich mit Chisel und Bits mal angefangen, hier einen kleinen Rahmen zu ziehen. Also einen ganz kleinen 1-Pixel-Rahmen. Ja, es hat ein bisschen gedauert, das außen rumzubauen. War ein bisschen viel. Ich glaube, keine Ahnung wie viel. Egal, es war zu viel. außerdem habe ich hier halt Folgendes jetzt gemacht, um das Ganze zu verfeinern. Ich habe hier Exuberlist mit angeschlossen. 305 Level sind drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe Folgendes nochmal eingestellt. Ihr habt ja das letzte Mal gesehen, die Items sind nicht ganz schnell genug hier durchgerauscht. Aktuell seht ihr, passiert auch nichts, aber ich habe Folgendes eingestellt. Und zwar, die Speed-Upgrades sind prinzipiell schnell genug, aber die Drawer waren einfach zu langsam dafür. Und aktuell lasse ich alles in den Müll laufen. Fast alles zumindest. Ich filtere die Lootbags raus. Die kommen hier in eine Filterliste mit rein. Die Lootbags kommen raus. Und Glowstone Dust und Enderpearl, also die sinnvollen Sachen, die man wirklich braucht, filtere ich ebenfalls raus. Genauso habe ich jetzt, wenn ich hier reingucke, nochmal zwei Filter drin für einen Enderman Head. Vielleicht brauchen wir den für NIO und einen Wither Skull. Und ich habe ja auch mal wieder die Metadata auf Match gestellt, weil ansonsten sind alle möglichen Köpfe rausgekommen. Ich habe wieder Looting hinzugefügt, dass ich einfach mehr von diesen Bags bekomme. Ich habe wieder 16 Bags hier oben drin, ich habe auch schon ein paar zwischenzeitlich geöffnet. Und ich habe mal die Chance genutzt und habe in die Mobfarm selbst etwas Witchwater reingesetzt. Und das müsst ihr von hier unten sehen. Ich habe hier ein paar Schilder, naja, es ist halt gerade ein bisschen dunkel hier, ne? Ich habe hier ein paar Schilder platziert und nicht ganz. Ich hatte zuerst das Witchwater komplett hier oben drauf, aber dann sind die da rumgeschwommen und sind nicht runtergefallen. Jetzt habe ich nur so in die Mitte so ein Eimerchen Witchwater gesetzt, was nicht den Rahmen oder den Rand berührt, weil hier nochmal ein Doppelschild, also da nochmal ein weiteres Schild drüber ist, sodass ein Mob, was da runterfällt, ganz kurz das Witchwater berührt, aber selbst wenn es drin landet, dann nicht hin und her schwimmt, sondern zur Seite gedrückt wird und hier runterfällt. Und dann, ja, geht das recht fix. Manchmal kommt ein Skelett runter, was halt nicht getroffen wurde vom Witchwater, aber das ist mir dann auch egal. Ich kriege da schon einigermaßen gut Zeug raus. Kleiner Nachteil noch, hier vorne die Spinnen, die klumpen sich manchmal über dem Teil da, aber kann ich leider nicht verhindern. Naja. So viel dazu jedenfalls. Und das wäre das Design der Farm fürs Erste und die ist super effektiv
kommt super viel Zeug raus und ich bin eigentlich zufrieden mit der. Kann man mal so machen. Ansonsten ist mir noch was weiteres aufgefallen und zwar, ich hatte das Problem, dass ich, als ich mir hier stand, ich habe mir so eingeloggt, die Felder wurden nicht abgeerntet, ich so, ist meine Harke weg oder was? Und nein, ist sie nicht, weil die ist ja unbreakable, aber ich hatte keinen Strom mehr. Und irgendwas hat meinen Strom gezogen. Ich glaube, weil ich so viele Dimensional Transceiver hier stehen habe. Ich habe hier welche drin stehen. Da vorne ist halt einer, der die ganze Zeit hin und her schickt. Vielleicht braucht der auch saftig Strom. Hier steht einer drin und irgendwie hatte ich keinen Saft mehr. Deswegen habe ich mal ein kleines bisschen meinen Energiespeicher geupgradet. Hätte ich eigentlich noch mit einer Folge machen können, aber ich glaube, das war ein bisschen dringend. Deswegen habe ich es da gemacht. Und schätzt mal, wie viel erstmal drauf gucken. Wie viel Speicherplatz oder Kapazität an Strom das Ding hat. 175 Millionen RF passen hier rein. Seht ihr, wenn ich mit dem Ding drüber gehe, hier oben auf dem Ding. 175 Millionen RF. Und es ist auch komplett vollgeladen, damit schaffe ich 2 Nächte durch oder 3 oder 4 Nächte. Also das ist erstmal ein sehr guter Speicher. Das Problem war nicht, dass ich nicht genug Strom produziere, sondern ich weiß nicht, was los war. Irgendwie war der Zwischenspeicher zu klein, die 10 Millionen RF, die ich da hatte. Aus 10 Millionen habe ich 175 Millionen gemacht und jetzt reicht es erstmal. Ah, genau, jetzt nimmt doch hier der Strom ab. Aber wenn der Strom mit dieser Rate abnimmt, ich brauche aktuell so 600 RF pro Tick. Ah, und jetzt wird's Tag. Tada! Und jetzt geht's wieder plus 3000. Also 600 RF pro Tick verbraucht meine Anlage aktuell. Und produzieren tue ich mit dem Panel 14.000. Und guter Speicher ist drin. Also ist schon mal nicht schlecht, da kann ich noch ein bisschen erweitern. Wie ihr vielleicht gesehen habt, oder nee, vielleicht jetzt auch gerade nicht. Doch, ihr habt es am Anfang gesehen. Hier rennen mal massig Enderman rum, natürlich jetzt gerade nicht. Vorführeffekt, wer hätte gedacht. Hier rennen mal massig Enderman auf meiner Insel rum. Und ich habe mich mal rangesetzt und alle mit dem Soulbinder gefangen. Ja, nicht im Soulbinder, im Soulvial gefangen und im Soulbinder reingekloppt und die entsprechenden Vibrant Crystal, was hast du da gemacht? Ich weiß nicht genau, wie die Teile jetzt heißen. Und ich kann 21 Ender Crystal, also 21 Enderman Seelen schon umgewandelt und ich könnte jetzt praktisch 21 Dimensional Transceiver machen. Und so kann ich praktisch auch für jede meiner Farmen eine nehmen, muss keine Kabel mehr nehmen, das ist halt die Verbesserung. Und ansonsten bin ich gerade am Überlegen, wie ich das Grundstück plane. Ich glaube, ich muss vieles umbauen. Auch hier werde ich nochmal umbauen müssen dann. Ich bin am Überlegen, das so mal so zu machen, wie ich das mir gedacht hatte. Und dann halt auch wieder also diese Chunks hier nehmen, den hier bis da. Und hier ein großes Gebäude draufsetzen, wo alles Mögliche drin ist. Ja, es wird ein bisschen Arbeit. Ich bin mir nicht ganz einig, was ich in der Skyworld bauen sollte. Ich möchte nicht, dass es zu ähnlich ist zu Craft Attack, aber irgendwie fände ich, das wäre nicht verkehrt, weil es passt so voll gut. Ich habe gerade 2 Projekte. Das Craft Attack-Projekt, was eher so grün halt dann ist, im grünen Stil. Und Sky, weil ja Himmel ist alles blau und so, wird dann im blauen Stil gehalten. Andererseits habe ich überlegt, was ist denn, wenn ich einfach alles fahre, also generell bunt mache. Das ist die Mobfalle ist blau, was anderes ist gelb, das andere ist grün, das andere ist orange, das andere ist rot und sowas. Aber das wäre dann nicht so schön, glaube ich. Deswegen werde ich es in einem Stil halten. Und das sind so die Farben, die ich verwenden werde, höchstwahrscheinlich. Blaues Glas dann noch und so weiter und so fort. Ich habe mich auch dazu entschieden, keine zweite Farm zu machen, da ich auch hier genug Enderperlen bekomme durch diese Farben. Nicht alle Endermen werden ja hier vom Bitchwater getroffen, porten sich raus oder sonst irgendwas. Einige sind schon wieder welche am Start. Aber ich bekomme auch so Enderperlen und das reicht mir. Und zur Not habe ich gedacht, pass mal auf, ich brauche keine zweite, hier 800 Stück schon, oh, das reicht. Ich brauche keine zweite Farm. Zur Not mache ich einfach einen Enderperlen-Seed, weil diesen wollte ich ebenfalls ohnehin noch machen. Bei den Essenzen habe ich auch mal hier, wie gesagt, habe ich jetzt abgebaut. Und ich habe auch nochmal einen neuen Drive dazugestellt. Ich hatte nochmal ein paar Discs geautocrafted und ich habe hier nochmal 8 64K Storages reingedonnert. Ich bin so froh, dass ich überall 64K drin habe und nicht mal so 4K gemischt und so. Das wird ein bisschen anstrengend sein. Habe ich am Anfang drauf geachtet. Und paar davon sind voll. Also der Drive hier ist bis zum Anschlag komplett voll an Items. Ich werde die auch jetzt hier nicht unbedingt alle kleincraften müssen. Die Essenzen, ich lasse die Essenzen so und dann, wenn ich mal was brauche, dann kann ich es immer noch kleincraften. Ich habe hier mal auch ein bisschen von den Ethereum reduziert. Die produziere ich einfach nicht mehr, weil das stopft so viel, ist im E-System voll. Ich habe 1000 Köpfe von allen möglichen, 2300 Wither-Köpfe. Und ja, die automatische Wither-Farm wird wohl am Start sein. Oh, da war gerade ein Lag. Die automatische Wither-Farm wird wohl irgendwann am Start sein. Ich weiß nicht, ob ich da schon zu schnell hinrushen sollte. Wir gucken mal. Grunddesign von meiner Insel. Das ist halt so ein Ding, was mich jetzt so ein bisschen plagt, weil schön bauen und so. Das Teil, ich würde es gerne chunkweise wieder machen.
Ich würde es wirklich gerne chunkweise machen. In der Mitte vielleicht ein Crafting-Zentrum. Sowas in einem Dreh hier. In der Mitte ein Crafting-Zentrum und außenrum dann, keine Ahnung, was alles. Das Gebäude sollte nicht viereckig sein, sondern ebenfalls wieder achteckig oder so. Ihr sucht dies. Hi. Ja, guter Betrieb um die Zeit. Irgendwer. Jetzt muss ich mal jemanden schimpfen. Irgendwer hüpft ständig auf meine Felder und tritt hier einmal drauf und macht das Gras kaputt. Das passiert auch hier, wo die Seeds gepflanzt sind. Weil Leute mit Jetpack hier drauf liegen, landen und dann ploppt das raus. Das ist zumindest meine Vermutung. Wenn ich das überdacht habe, halt in einer großen Halle, dann ist es nicht mehr der Fall und ich hoffe mal, dass das Problem sich dann löst. Hoffe ich mal. Deswegen wäre das auch noch ein guter Schritt so in die Richtung. Zur Gebäudeplanung, ich würde fast tatsächlich mal einfach hier Holz nehmen und nochmal das hier voll machen. Den Chunk, auch wenn ich es eh wieder abbauen werde. Weil das vereinfacht mir die Planung. Es ist ein bisschen Kopfsache auch, wenn du die Plattform von oben siehst, aber hier oben fehlt die Ecke und dann hast du es nicht so schön bildlich im Kopf von dem, was du halt bauen willst. Ich wollte hier einfach mal was machen. Da werde ich noch Slabs nehmen, dann noch ein bisschen vergrößern und dann werde ich mal gucken, ob ich mir dieses Achteck mal auf den Boden zeichnen kann. Und dann haben wir da etwas größere Base. Übrigens, diese Halle wird übrigens auch größer als meine Base in Craft Attack, weil in Craft Attack war ich ein bisschen platzlich eingeschränkt, da ich nur 30 Blöcke oder so. Und hier habe ich 4 Chunks, also 40 plus 4 mal 6 sind 64 Blöcke im Durchmesser. Das hatte ich in Craft Attack nicht. Craft Attack Base ist kleiner. Deswegen, wenn wir was Größeres bauen, gut, Builders Wand macht es möglich. Und mein Betonmischer macht es auch möglich. Einfach hier hinten dann zwei Dinger, zack, zack, fertig. Dann lege ich mal los. So, meine Freunde, ich habe das Ganze mal abgesteckt, was die richtigen Maße sind. Ich habe es halt in der Welt vorher erst getestet und ich habe mal die erste Reihe hier so die Form gebaut aus Cobblestone. Und solche Ausmaße wird das dann annehmen. Das ist nur der erste Teil, dann geht das noch hier hin und bis nach ganz hier hinten. Und dafür müssen wir allerdings einiges umbauen. Das heißt, also ich werde hier so einen Durchgang machen, vielleicht von vorne nach hinten, dass man so einmal hier durchgehen kann. Weißt du, einen großen Durchgang. Hinten halt zum Abfarmen, hier vorne dann Richtung Spawn oder so. Und das wird eine große Halle mit sämtlichen Maschinen, Farmen und alles Möglichem. Und da muss ich halt noch gucken, wie ich das dann... Das war schon wieder irgendjemand hier drauf geplumpst in der Zeit, wo ich eben weg war. What? Sonst steht aber noch alles. Und da müssen wir mal gucken. Ich würde das hier übrigens wieder wegbauen. Das war nur, um Maß zu nehmen, tut mir leid. Das war nur, um Maß zu nehmen. Weil ich würde es halt schon auf einer Höhe bauen, wie auch die Nachbarsgrundstücke sind. Ne? Deswegen müsste ich da vielleicht ein paar Zentimeter höher bauen, als ich gerade jetzt habe, denn die sind alle höher. Und jetzt muss ich halt noch überlegen, wenn ich das so machen möchte, dann muss ich ja irgendwie halt auch die Farmen jetzt drin anlegen. Ne? Ich würde die halt gerne chunkweise machen, aber das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das wird nicht möglich sein, die Farmen chunkweise zu setzen, es sei denn, ich setze viel kleinere Farmen und die kleineren Farmen, die passen sich irgendwie so rein. Also chunkweise bauen werde ich vergessen können. Ich werde es dann halt mal nach Ermessen machen, aber dass ich einigermaßen grob die Richtlinien beachte, es ging um, größer als einfach nur um Lexter. Aber da werde ich mich dann mal ranmachen. Das war jetzt übrigens Stein nur erstmal so ein Demo-Ding. Da werde ich mal kurz gucken. Was ist das denn? Okay, ist ein Ende. Ich dachte, die würden Mobs spawnen können. Nee. Und dann, Das heißt aber im Klartext, alle Felder abreißen. Volles Programm. Und fürs Erste habe ich erstmal auch genug Ressourcen. Ich würde mal die Sache mit den Feldern abbauen in Angriff nehmen. Und, will ich das jetzt eigentlich schon machen alles? Weil das dauert ziemlich lange höchstwahrscheinlich. Lass mal einen Angriff nehmen. Base umbauen, Project, Base und dann gucken wir, wie weit wir kommen werden. Ich werde, die eine Farm hier lassen, größtenteils. Sie funktioniert soweit gut. Ich kriege auch Enderperlen alles raus, deswegen habe ich nichts mehr zu meckern. Ich muss aber jetzt erstmal meine komplette Base abreißen. Um Neues zu erschaffen, muss Altes vernichtet werden. Das hört sich irgendwie an wie so ein Spruch von irgendeinem Gruselbösewicht aus irgendeinem Film. Sag mal, der nervt mich aber auch hier. Das hört sich an wie so ein Gruselbösewicht aus irgendeinem Film, aber da werde ich wahrscheinlich tatsächlich nicht drum rumkommen. Ich werde aber vielleicht mal nicht alles ins ME-System oder RE-System reinschmeißen, weil ich ansonsten vergesse, was ich wo und wie bauen wollte.
Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mir irgendwie nochmal eine Storage Crate mache, wo die wichtigsten Sachen dann reinkommen, wie ich dich dann halt wieder aufbauen muss. Und deswegen würde ich das mal hier setzen. Dazu würden Sachen reinfallen, wie beispielsweise hier dieser Loot Bag Endcorker. Na klasse, ich habe vergessen, dass da noch Sachen drin waren. Natürlich nicht so schön. Aber so ein paar, ja komm, ein paar Dinger können ruhig ins RE-System halt raus. Ich habe hier genug Platz für den ganzen Shit. Komm, alle sind eh einfach rein, damit ist doch egal. Kann ich da rein? Ja. So, einfach alles ins RE-System rein. Ja, kann ein bisschen dauern, ich räume mal auf, Sekunde. Ah, welch schmerzhafte Erfahrung, wenn man das hier so abbauen muss. Alter. Ich darf aber jetzt jeden Seed einmal wegpflücken. Ich habe hier unten drunter auch gleich nochmal mit Holz weiter ausgebaut, damit jetzt hier nichts runterfällt. Aber ich muss die Felder auf jeden Fall umbauen. Aber das macht nichts. Ich kann ruhig, selbst wenn es ein Tag oder zwei ist, auf meine Produktion von den Pflanzen hier verzichten. Das ist okay oder verkraftbar, denn ich habe so viel im System. Ich muss das nicht unbedingt 24/7 laufen lassen. Da würde ich lieber einmal umstrukturieren. Das Ganze ein bisschen schöner bauen, dann haben wir noch mehr davon. Und ja, deswegen alle Seeds einmal entfernen. Ja, ich darf auch nochmal das Wasser dann gleich hier zumachen, weil das wird ansonsten hier rumschwimmen und alles durch die Gegend kloppen. Ich werde mal alle Farmen wegbauen, die hier im Weg sind vom Teil und dann später wahrscheinlich neu setzen. Dazu wird halt auch diese hier dann treffen, das heißt, die muss ebenfalls hier wegweichen. Und ja, so viele Seeds. 48 Stück bräuchte muss ich von jeder Sorte dann haben, weil so viele wachsen hier gleichzeitig. Aber naja, ich baue mal ab und wir sehen uns gleich wieder. So, alle Farmen abgerissen. Sieht aus, als wäre hier sonst was eskaliert. Ist vielleicht ein Thumbnail wert oder so. Hier fehlt alles. Alles abgerissen. Aber da werden wir dann mal gucken. Ich habe hier mal ein paar Blöcke mir besorgt für den Anfang und hä? Sind, ach, okay, oben sind die ganzen Rohre. Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte auch mehr Pipes am Start. Also, habe ich schon wieder einen Enderman aus Versehen angeguckt. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich bei so vielen Endermen, dass sie teilweise aus Versehen angucke. Komm schon. Egal. Manchmal guckt man die einfach zufällig an, das kann man eigentlich einfach nicht verhindern. So, dann würde ich mal reingehen und mir hier den Grundstein legen. Und dieser ist hier. So in der Art. Ich werde mal die Seiten eben mit blau nach oben auch machen. So, und dann muss ich mal gucken, ob ich die so lasse oder ob ich die später nochmal abändere. Aber das sehen wir dann. Vielleicht werde ich hier dunkelblau oder so nehmen. Selbige hier drüben wieder. Hier geht's dann runter. 4 Stück. Da dieses Gebäude etwas größer ist, werde ich es auch einen Block höher hier machen. In seiner 1, 2, 3, 4, 5 muss ich machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann werde ich das oben auch noch verbinden und die Diagonalen bauen. Und auch hier, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, das Ganze hier zu bauen. Und hier darf ich ebenfalls dann runter. 1, 2, 3, 4. Ups. 5 und hier die Blöcke weg. Und ja, ich ziehe jetzt einfach mal so die Struktur und dann schauen wir mal, wie es denn dann aussieht. Bis gleich. So, meine Freunde, es ist vollbracht. Das Gebäude, mein neues Base-Gebäude, steht fest und ja, es wird farbig sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich so lassen werde, ob ich euch nicht noch schwarzen Concrete damit reinbringe. Da muss ich ein bisschen neue Tintenfischsäcke besorgen und so. An sich bauen werde ich das Gebäude, denke ich mal, auch in, weil so ein Fuselarbeit ist nicht so schön geeignet in der Folge, oder? Ja, vielleicht so die Anfänge kann man hier mal so ein bisschen machen. Wir gucken mal, wie ich das am Dach hinkriege. Was wichtiger ist, ist, wie ich die Technik innen drin anordne und wie ich das hier auch mache mit, was weiß ich, nicht allem. Und ja, da muss ich auch nochmal schauen. Beispielsweise den Empowerer, den brauche ich ja gerade auch nicht mehr, deswegen darf der fürs Erste auch weichen. Den können wir wegbauen. Die Schmiede da oben, okay, die ist noch außerhalb, die kann ich erstmal so lassen. Ich würde die Schmiede auch generell außerhalb mal lassen. Was sind denn die wichtigsten Mods, die wir behandeln und die unbedingt in die ganze Anlage mit rein müssten? Das wären doch, was wären das denn? Das wäre, warte mal ganz kurz, ich mache mal die Dinge noch weg. Auf jeden Fall Crops würde ich innen drin anpflanzen, damit ich da meine Ruhe habe. Auf jeden Fall das RE-System, das kommt rein und vielleicht so
gar noch Botania oder vielleicht, nee, da kann ich einen Garten irgendwo hinter der Hütte da machen. Was auf jeden Fall auch weg kann mittlerweile, sind diese ganzen Thieves hier, weil damit kann ich leider nichts mehr anfangen. Die stehen hier größtenteils nur noch als Deko rum, aber ist auch nicht schlimm, dass ich damit nichts mehr anfangen kann, weil die Zeiten sind halt gekommen. So langsam, wo ich aus der Sieb-Geschichte raus bin. Und da würde ich aber, ich würde trotzdem nochmal alles mit einsammeln. Vielleicht kann ich hier irgendwo eine Art Museum aufbauen. Weiß ich nicht, aber das kommt erstmal auch raus. So mache ich das mal. Ja, die anderen Siebe muss ich mal gucken, wo ich die dann lager, weil das erstmal war es noch wichtig, dass wir hier das, sämtliche Hühnergeschichten, also Redstone-Lampen hier oben, die Zäune, die hier sind, können weg. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass der Weinminer nicht so zieht. Ich drücke Weinminer-Ring und manchmal geht's nicht. Das ist etwas schade. So, dann Hopper-Geschichten und sowas, das kommt hier alles mit weg. Crafting-Table kommt weg und ich muss halt hier ein bisschen Kompromisse machen und alles abreißen. Ja, ich weiß, es sieht furchtbar aus, aber wir werden dafür was Schöneres bauen, was vielleicht auch mal ein bisschen besser organisiert ist als eine reine Holzplattform. Ja, dann baue ich auch hier wieder ein bisschen was ab. So, ich muss jetzt auch nochmal das letzte Feld hier abbauen, weil das muss noch eins nach oben verlegt werden dann und der Klassiker halt. Außerdem darf ich hinten ebenfalls was ändern, weil hier muss dann ein Dimensional Transceiver dran, beziehungsweise säge ich mal wieder an dem Ast, wo ich draufstehe. Oder kann ich hier noch einen craften? Octadic Capacitor Field. Was? Ich habe keinen Octadic mehr. Ich habe echt keinen Octadic mehr. Okay, pass mal auf. Dann kommen wir wieder zu unserem Lootbag Opening der heutigen Folge. Octadic, nein. Octadic, nein. Octadic, nein. Komm schon, einen. Da habe ich welche, okay. Vielleicht kriege ich auch noch einen. Okay, kriege ich nicht. Gut, soviel zum heutigen Lootbag Opening. So, und jetzt schnell, bevor die Geschichte abkackt. Ein Dimensional Transceiver. Und dieser hier muss dann auch nicht auf Senden gehen, sondern dieser muss in der Frequenz auf Receive gehen. Übrigens, jemand hat noch alle meine Frequenzen hier gelöscht. Das war ein bisschen schade. So, und ja, ein bisschen Saft hat er noch, aber ich muss dann mal hier hingehen und den hier anschließen und dieser geht dann jetzt hier auf die Frequenz in Strom und auf Senden. Items hat er nicht zu senden. So, und dann sollte dieses Gerät mir jetzt wieder alles voll machen. Weil das jetzt ist, ja, das ist der Sender jetzt. Sehr schön, die haben alles Saft. Wunderbar. Hat funktioniert, hat geklappt, ohne dass ich einen Engpass bekommen habe. Ich würde halt dann ein klein wenig Energie abzapfen. Und mal alle Kabel nochmal abbauen. Das ist halt ein bisschen echt Gefusel hier. Warte mal, gibt es bestimmt eine Ranch, wo das schneller geht, ne? Ja, egal. Nehmen Sie Spitzhacke und bauen den Rest ab. Sekunde. So, die Kabel habe ich dann auch abgebaut. Und jetzt kommt unsere Betonmischmaschine zum Einsatz. Die ist nämlich gerade am Boden dran, beziehungsweise hat den sogar schon gemacht. Und da kommt dieser weiße Concrete zum Einsatz. Ich habe überlegt, ob ich Quarz nehme oder weißer Concrete und habe mich dann für weißen Concrete entschieden, weil der einfach auch mal ein bisschen sauberer aussieht. Und dann werde ich mal kurz hier die Sachen raustun, die ich eben bekommen hatte. Und ja, mit dem weißen Chisel werden wir jetzt hier mal den Boden festlegen. Und ja, keine Half-Slabs, sondern halt Blöcke, die ich eindeutig gut ausleuchten muss. Ich weiß, aber dafür gibt es ja auch schöne Lampen drin. Und da können wir mal gucken hier. So, ansonsten darf ich jetzt hier hier direkt nicht. Ich bin überlegen, ob ich eine Schicht Lapis, also dunkelblau mache. Das heißt die untere oder so. Weil das ist immer ganz hübsch, denke ich mal. So. Und deswegen bin ich gerade überlegen, vielleicht irgendwie sowas hier, dass wir unten dunkel machen, hell, dunkel, hell, dunkel. Und dann kann ich mit dem Stab dann innen ausstatten alles. Außerdem kommt dann da blaues Glas hin, von dem ich wohl auch genug habe. Ein Gravel lasse ich mir momentan im Auto craften. Das heißt, der Furnace ist die ganze Zeit am Durchbügeln. Habe ich gerade viel Antis? Nee. Ich habe das Gefühl, das ruckelt gerade so ein kleines bisschen.
Aber muss ja nicht an was von mir liegen. Bei mir müsste eher weniger laggen, weil ich wieder alles abgebaut habe. So in etwa. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht hier das da auch noch alles hier mitmache. Also dunkelblau mit hin und ebenfalls hier vorne überall dunkelblau mit hin. Und an, ja, ausleuchten sollte ich denken. Ja, ich denke mal, hier darf ebenfalls dann dunkelblau hin. Ja, die Sache mit dem Ausleuchten, da war schon wieder Nacht und ich würde eigentlich gern schlafen gehen. Manchmal bugge ich zurück wegen schlechtem Internet. Ich habe schon wieder schlechtes Internet auf Doom. Pass mal auf, ich setze mal Fackeln hier innen rein, weil hier werde ich nichts mehr ändern, höchstwahrscheinlich. Beziehungsweise so und dann die Fackel weg und auch hier innen eine rein. So, kann ich jetzt schlafen gehen oder klappt das immer noch nicht? Hallo, Pennen? Ernsthaft? Ah, jetzt geht's. Gut, dann schlafen wir mal kurz und dann bauen wir jetzt gleich mit dem Wand einmal das Ding aus. Und dazu würde ich mal... Naja, ich baue zuerst die Seiten aus. Ich würde sagen, ich mache zuerst hier die Seiten fertig, da ich nicht mehr so viel Stein habe, mache ich das hier. Das heißt... Weiß, dunkel, weiß, dunkel und so weiter und so fort und wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Spaß, nämlich den Ausbauen mit dem Stab hier, der einmal die komplette Fläche füllt. Und das wird jetzt echt nicht bad. Übelst viele Blöcke, übelst schnell gesetzt, das Inventar wird ruckzuck leer. Und naja, ich muss halt gucken, wann hier mal wieder was weichen muss. Und ich würde ungern meine Stromproduktion weichen lassen, denn... Diese wird erstmal noch gebraucht und deswegen belasse ich es mal dabei. Ich werde erstmal drumherum bauen und später halt dann, wenn es soweit ist, dass ich wirklich weiter umstrukturiere, dann werde ich das mal weichen lassen, aber vorerst drumherum bauen. Und mir fehlen halt jetzt Concrete-Blöcke und die muss ich noch herstellen lassen die ganze Zeit hier hinten. Das wird dann noch ein kleines bisschen dauern. Und da werden ja ein paar tausend Blöcke verheizt werden oder so. Gleichermaßen kann ich mal gucken wegen dem Glas, denn... Ja, das werde ich alles auch noch umstellen müssen übrigens. Die Cobblestone-Maschine mache ich mal weg. Kann ich erstmal pausieren. Muss da keine Cobblestone... Obwohl, habe ich eh. Ich habe sowieso, glaube ich, eingestellt, dass ich da nichts rausziehen will. Das war so das, was in meiner Base rumstand. Ja. Das Autografting und sowas, das lasse ich erst nochmal stehen. Wird sich aber noch ändern. Und die Maschinen hier, die kann ich auch erst nochmal stehen lassen. Also einige Sachen werde ich rumbauen, bis ich sie dann umkonstruiere. Und vielleicht werde ich es auch mal offscreen machen oder so. Aber ja, das sieht hier etwas infernal aus von oben. Und da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Ich werde auch um die Hühner erstmal rumbauen, weil das etwas aufwendiger ist, da was zu drehen. Dann gucke ich mal Glas. Glas und Light Blue... Glass, habe ich da ein bisschen was. Und dann brauche ich den Farbstoff. Oder warte, ich kann aber hier drauf klicken. Nein! Den mache ich mal. So, dann kann ich jetzt erstmal Tonnen davon herstellen, weil das werde ich brauchen fürs Dach, für alles Mögliche. Ich werde auch mit Microblocks und alles Mögliche bauen können, aber fürs Erste würde ich mal sagen, belassen wir es hierbei. Hier vorne würde ich Glas setzen, einfach eine Fensterwand. Sowas in der Art. Yep. Und hier ebenfalls, aber das wird jetzt ein bisschen spaßig. Da muss ich nämlich erst die untere Reihe setzen, da mit dem Stab nach oben drücken, in der Hoffnung, der rafft, dass das auch Diagonalen verbunden sind. Achtung, ja, rafft da, sehr schön. Okay, hat er gecheckt. Und ja, so kann man doch recht zügig hier bauen. Ich habe halt jetzt kein Concrete mehr. Ich werde auch mal hier unten die Ecke nochmal wegmachen. Ich weiß, ich habe es extra hingebaut, aber nur so nebenbei. Und jetzt gib mir weißen Stoff. Ich brauche mehr Blöcke. Gib mir Nachschub. Ja, also das Ding ist schon recht schnell. Da kann ich eigentlich nicht viel gegen sagen. Schon relativ schnell, aber kommt halt nicht mit der Menge mit, was hier abgeht, ne? Ich werde erstmal ein bisschen weiterbauen. Ja. Damit Fackeln sitzen. So. Hier geht es automatisch außenrum. Das fühlt sich schon mal gut an.
Hier darf wieder Glas hin. Ja, reine Baufolge heute. Aber ich dachte, das wäre mal wichtig, um was Gewaltiges hinzukriegen. Der sieht halt so ein bisschen so sauber aus, wenn man mit weißem Concrete arbeitet und farbigem Stein und sowas. Da kann man doch was Nettes bauen. Ich denke aber nicht, dass es allzu lange dauern wird. Also das Größte, was er Zeit frisst, ist jetzt einfach nur den Concrete herzustellen. Und da werde ich auch weiter craften müssen. Das dauert nämlich ziemlich. White Concrete of Doom. Ich werde mein ganzes Inventar damit vollhauen. Und nochmal ein paar von den blauen, normalen blauen Blöcken wegtun. Und ja, das dauert jetzt einfach in der Herstellung ein klein wenig. Ja, warten wir einen kleinen Moment ab. Mit Quarz wäre es vielleicht schneller gegangen, aber wäre vielleicht nicht so schön gewesen. Okay. So, soweit zum nächsten Zwischenschritt. Ich würde sagen, sieht groß aus. Ich mach mal einige Felder teilweise schon wieder hin. Also ich versuche jetzt nicht nur zu viel rumzubauen. Ich weiß nicht, wie die Folge so für euch ist. Eher spannend oder... ich würde mich mal ranmachen und gucken, wie ich den Fertilizer dort wieder setzen kann für die Felder, die ich halt abgebaut habe und wie ich die jetzt organisiere. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich auf der Karte mal schaue, dass ich diese Chunks, auch wenn die hier oben abgeschnitten sind, trotzdem wieder für die Felder bereitnehme. Auch jetzt hier drauf baue, also oben drauf setze ich den Dirt, damit das etwas erhoben ist. Und dann, ja, damit das nicht so alles auf einer Ebene ist. Wäre ganz schön, dann kann ich das Slabs außenrum hier setzen, so einen Weg dann nach oben machen. Ich bin auch gerade dabei, hier oben die, ja, so Dachstreben zu machen. Das hatte ich auch schon in Craft Deck bei dem Gebäude, aber irgendwie dieser Größe kommt das, ob hier so ein fetter Unterschied ist und hier so ein kleiner Unterschied. Nur da muss ich mal gucken, ob ich nicht hier ein bisschen anders noch baue und so. Das müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Vielleicht die ersten so drei und dann immer zwei, zwei, zwei oder so. Und dann, dass es einfach oben wieder auch ein schönes Achteck gibt. Ja, dann Fertilized Dirt. Gib mal her. Und zwar muss ich jetzt ansetzen, muss ihn ansetzen hier. Chunks wieder einblenden. Da. Hier kommt der erste hin sozusagen. Und der geht bis nach hier vorne. Dann ebenso wieder hier überall in die Ecken und die Fackeln müssen jetzt ausnahmsweise weg, damit ich den hier setzen kann mit dem... Oh, irgendwas leckt hier. Irgendwas leckt, wenn ich in die Richtung gucke. Ja, alle Fackeln weg. Und dann haben wir das hoffentlich gleich schon. Gut, dann Builder's Wand wieder. Und dann setzen wir einfach mal den ganzen Chunk hier voll mit dem Zeug. Ich war noch am Überlegen wegen Growth Acceleratoren, aber... habe ich vergessen? Sollte ich vielleicht zuerst machen. Growth Accelerator. Die müssen ja hier drunter. Habe ich vergessen. Und dann darf ich jetzt erstmal ganz kurz hier eine... Reihe ausgraben, Growth Accelerator drunter setzen, mir ein neues Werkzeug vor allen Dingen machen, weil die AIOT, die ich hier habe, die geht bald RIP. Ja, kann ich das hier von, okay, muss ich von hier unten abbauen. Und dann kann ich wieder mit Vineminer die Fläche abbauen, wieder Growth Accelerator setzen und noch eine Fläche wieder setzen und so weiter und so fort. Ja, dauert einen kleinen Moment, meine Freunde. Wir sehen uns wieder in einer Sekunde, wenn ich das alles parat habe. Jo, damit hätten wir das auch schon fertig. Und jetzt die Frage aller Fragen. Es muss ja wieder 15 Blöcke nur sein. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also bis hierhin. Und hier wird dann halt wieder ein Block sein, wo man drauf gehen kann oder so. Genauso dasselbe jetzt unten drunter mit diesen Teilen. Und die kann ich jetzt auch vermehrt dann, oder... schleunigt gut setzen. Ich werde auch kein Wasser mehr brauchen, da die Growth Accelerators das automatisch machen. Die anderen Teile, nicht die hier. Hallo Enderman, hab ich dich wieder an. Ja, entspanntes Bauen, wer hätte es gern. Funktioniert nicht, egal. Und dann bauen wir mal ein bisschen weiter mit den Teilen hier. Es wird einmal voll gemacht jetzt. Kann kompromisslos überall hingesetzt. Enderman, auf mich. Danke, auf mich hier rumzuschieben. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. So muss das bis auf die Ecken hier, da wir hier natürlich jetzt kein Feld mehr haben.
kann ich mir das sparen. Oh, die brauchen voll lang zum Abbauen. Und die werde ich dann an andere Stellen setzen, in einem anderen Feld. So eine Art. Sehr gut, hat funktioniert. Und dann kommt jetzt hier die Erde drauf. So in der Art. So in der Art, ja. Und dann kommt es da drauf. Ich weiß, man kann, es können auch Mobs spawnen, alles mögliche. Ich mach das mal eben weg. Ich mache die Minimap gerade mal weg, damit man ein bisschen freiere Sicht hat. Dann brauche ich jetzt eine Farming Station. Und Growth. Da. 4 Stück davon. Und weil diese bewässern, ist das schon mal ganz gut. Dann darf ich 1, 2, 3. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Einmal hier rein. Das müsste jetzt die Mitte sein. Ja, sieht gut aus, wenn ich mal oben drauf gucke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt doch. Ja. Dann natürlich im entsprechenden Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt... Ach, die AOT ist kaputt. Hier kommt ein Growth Crystal rein, der gleichzeitig bewässert. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt der nächste Growth Crystal rein. Da hat es kurz Wassersplash gemacht. Dann, ich sag schon hier 1, 2, 3, 4, 5. Also auch wieder 1, 2, 3, 5. Dann hier der nächste und 1, 2, 3, 4, 5. Hier der nächste. Genau, Achtung, Wassersplash. Naja, aber gar nicht gesehen. Da hatten wir es gerade gesehen. Sehr schön. Das Teil bewässert jetzt. Bei der Farming Station zugegebenermaßen ist egal. Die outputet nicht mehr nach unten. Die outputet mir jetzt nach oben. Zusammen mit einem Dimensional Transceiver. Der wird dorthin biegen. Kann ich schon mal das ganze Feld behaken. Cool, wenn man Weinmeiner auch alles behaken könnte. Ich will es noch gar nicht ausprobieren, nicht, dass ich irgendwie wieder alles abbaue. So, dann... Ja, ich behake mal das Feld, Sekunde. So, Feld komplett behakt. Wie ihr sehen könnt, das Wasser verteilt sich. Finde ich schon mal gut. Dann darf ich aber nochmal etwas von diesem Concrete hier machen. Den hätte ich nämlich auch nochmal gerne. Und hier hinten müsste voll sein. Das heißt, die kann ich rausholen. Hier kann ich ein bisschen nachlegen. Concrete Powder, Concrete Powder, Concrete Powder. Fertiger Concrete. Und ich würde halt einen blauen Streifen einfach hier so machen, so bzzz, der nach vorne geht. Oder vielleicht ein anderer. Ja, überlegen. Muss ich nochmal gucken hier, dass da vielleicht ganz gut passt. Ich würde sagen, hier, komm. Ah, ich wollte es doch... Ich wollte das Feld doch um 1 erhöht machen. Kann das sein? Ja, wollte ich. Ich wollte es eigentlich um eines erhöht machen, um einen Block, eine Blockgröße. Und dazu müsste ich alles nochmal anheben um einen Block. Oder wollen wir es so lassen, dass es da drin ist? Ich würde sagen, für den Anfang lasse ich es. Ich kann es ja jederzeit ändern. Das ist jetzt nicht so ein großer. Dauert ja nicht so lange. Deswegen kann ich das wohl machen. Okay, dann ich habe wieder ein bisschen mehr Concrete bekommen für hier. Ups. Dann kann ich hier noch ein bisschen größer machen. Auch hier nochmal mit ausstatten. Ja. Bis wir hier vorne jetzt richtig sind. So, und jetzt darf ich hier wieder die Diagonale spielen. Ah, falsche Farbe. Aha. Ich brauche den grünen, obwohl hier eigentlich ist egal. Ich glaube, ich muss sowieso noch grün, blau und dunkelblau. Ich muss sowieso eins noch höher bauen. Also eigentlich ist das dann hier, das ist das Grundlevel und hier ist dann so der erste Block. Also die das Glas muss ich ersetzen, auch noch mit einer Schicht blau. Weil ich nicht drum rumkomme, habe ich mir vertan, weil das so Bodenlevel und das hier muss auch nochmal Block sein und so. Ja, habe ich leider nicht bedacht und muss ich wann anders nochmal machen. Aber gut. Gib mir mal den blauen Concrete, weil jetzt sollte nämlich genug da sein. Und dann kann ich hier mal warten. Es sind wieder Mobs gespawnt, ey. Klasse. Geht die ganze Zeit hier so weiter. Also, ich kümmere mich hier mal ein kleines bisschen drum und dann
Ja, also wenn die explodieren, ist nicht schlimm, die können nichts zerstören, weil Explosions disabled sind. Aber dass ich zumindest nochmal eben hier ausleuchte. Nur einmal kurz zur Seite gegangen und dann ist es gespawnt. Ja, mies. So, dann mal kurz pennen gegangen, bisschen weiter aufgefüllt hier das Ganze und wir gucken nochmal, ob wir nochmal einen Dimensional Transceiver basteln könnten oder so. Ich würde mal ein bisschen Zeug hier gerade rausnehmen, was ich nicht brauche, damit ich ein bisschen mehr atmen kann hier. Dimensional. Ich habe immer Caps an wegen Wein meiner. Immer am Krumm Capsen. So, Dimensional Transceiver. Und der kommt jetzt beispielsweise auf das Gerät hier oben drauf. Zack. Und da eine Fackel drauf. Beziehungsweise auch noch besser. Noch besser. Ich mache es gleich richtig, weil das kann ja kein Dauerzustand sein, da. Ich kann so eine Lamp nehmen. So eine Light Blue Lamp. Und diese Lamp kann ich da drauf setzen. Und die kann ich dann, hups, mit einschalten. Mit Shift, wie wir das hatten. So, dieser empfängt Strom. Und dieser sendet im Item-Tab die Items. Tada, wunderbar, jetzt wird es funktionieren. Ich bräuchte eine Harke, beziehungsweise, die ist schon noch drin. Capacitor dann, alles ist noch drin geblieben, das ist eigentlich ganz gut gewesen. Und wir können jetzt wieder Seeds platzieren. Und wir können auch hier wieder zubauen, ja, so in der Art. Und dann haben wir auch hier es geschafft, einigermaßen chunkweise zu bauen. Aber halt in meinem Gerät hier drin. Hat gut, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, kann man machen, was ist das hier oben? Ach so, ist die Lampe. Ja, ist ja die Lampe. Stimmt, ja schon gewundert, was ist das? Das ist die Lampe. Und jetzt können wir einige Seeds setzen, die ich halt dafür gerne hätte. Und was sind so die wichtigsten? Ich weiß nicht, was ich als Wichtiges nehmen soll. Ich würde halt mal bei meinen Seeds gucken. Die habe ich hier rausgetan. Ich würde mal sagen, Eisen. Ich nehme erstmal Yellorium. Dann nehme ich. Ich habe eigentlich vieles schon, was ich brauche. Redstone. Dann habe ich Eisen und Draconium. Das sind so die vier Seeds, wo ich sagen würde, ja komm, sind erstmal die wichtigsten, die ich habe. Draconium war OP. Ich würde auch so ein bisschen nach Wichtigkeit nochmal staffeln, die Redstone-Seeds zwischen die Ecke setzen. Weil da muss ich ein paar Einbußen machen. Weil hier ein paar Felder fehlen. Die anderen Seeds haben da ein bisschen mehr, aber das macht nichts, weil Redstone habe ich schon sehr viel und das werde ich wahrscheinlich nicht in diesen Mengen brauchen. Sowas in der Art. Dann, was sieht denn schön aus? Draconium würde ich nach hier vorne machen. So, mein Hingucker. So, dann einmal nach da fahren. Dann einmal nach da fahren. Dann haben wir auch hier schon das ganze Feld bestückt. Hätte ich mal gesagt. Müssten genau 48 Seeds sein, die jetzt auch rausgehen. Jep, sieht gut aus. Genau 48 Seeds. Und ja, ich lasse es da unten drin. Dann Eisen würde ich mal nach hier setzen. Hätte ich gesagt. Eisen nach hier. Und auf die andere Seite dann die Gelorium. Sehen so schön gelb dann aus. Gut. Ja, und dann haben wir, denke ich mal, das erste Feld fertig. So sollte das zukünftige Design aussehen, beziehungsweise natürlich Kleinigkeiten fehlen. Ja, ich kann dekorativ hier noch viel machen. Das ist nur so die Grundstruktur, die ich vielleicht für die Base nehmen würde. Das war ein ziemlich spontaner Einfall. War mir nicht ganz sicher, vielleicht wie ich da rangehen soll. Sowas wie ein Haus, also eine Art Wolkenkratzer, sowas wollte ich nicht machen, weil ich hätte das Ding niemals gebraucht. Ich wäre da nicht reingegangen, ich gehe da jetzt in Graphic teilweise gar nicht rein. Deswegen wird es eine große, funktionale Base, die halt irgendwie cool aussieht, die viele Eigenschaften hier hat und mit der man viel machen kann. Hier so ein Farmdesign einfach nur. Einfach nur eine Farming Station, da ist Transceiver plus Blue Lamp oben drauf und schon sieht alles schön aus. Und ja, sowas habe ich mir dann halt gedacht und jetzt
fließt das auch schon wieder. Ich werde dann nochmal das nächste Feld machen und so weiter und so fort. Wir werden da ein bisschen weiter ausbauen, aber das sehen wir noch. So, die andere Sache ist halt auch schon, die Folge ist schon ziemlich weit wieder fortgeschritten. Wir haben richtig viel hingekriegt in der Zeit, finde ich. Das lief echt gut. Übrigens geht das auch komplett, oh, sieht voll schön aus hier. Geht auch gut in meinem Plan auf, 4 Felder zu machen. Ich wollte ja 4 Farming Stations machen. 1, 2, 3, 4. Hier in der Mitte ist halt nochmal Crafting Area. Also ein Chunk ist dann für Autocrafting, einer für, keine Ahnung was, für andere Maschinen per Hand. Dann ein Chunk für das und das. Also ist so ein Zentrum. Ich werde gucken, dass ich hier so ein Zentrum hinkriege und dass ich das vielleicht auch irgendwie auf der Karte markieren kann. Also, dass ich jetzt mit Chisel, lass mal, wo sind hier die Mitte genau? Wo sind genau die Mitte? Ups, bin ich vorbeigelaufen. Hier vielleicht irgendwo, bin ich denn hier gelandet? Da bin ich hier gelandet. Kann ich den machen und den machen? Jetzt mal guck. Ja, das wäre dann so. Halb halt die Mitte. Müssen halt Kreuz noch, oder nee, warte, besser noch. Besser noch, kein Kreuz, sondern, ah Gott. Ja, das war eben schon richtig. Ich hätte halt hier einen Block hingesetzt und dann den Kreis außenrum oder so. Und dass ich hier nochmal wieder mit Weiß zumache und dann jetzt halt im Abstand von 1 zu 3 Blöcken oder so hier so eine Art kleinen Kreis mache. 1 zu 3 zu 3. Sowas hier. 1 zu 3 4 noch hier 1 zu 3, 4. Und dann kann ich hier so verbinden. Und das ist so im Wesentlichen der Rahmen eines Kreises, was ich mal so gelten lassen würde. Und da kann ich jetzt mal mit Blau auffüllen oder so. Mal gucken, was man halt da von oben sehen kann. Das wäre halt noch schön zu wissen, aber keine Ahnung, gedacht, das wäre ganz nett. Ja, und wenn man so oben raufschaut, tada, habe ich hier so ein Teil. Ja. Kann man mal machen, kann man machen. Und da sich vielleicht sogar kreisförmig mich hier drum anordnen. Also so wie mein Kistenlager, dass ich hier so in diesem Ring dann auch maschinentechnisch Zeug hinstelle. Smelter und keine Ahnung was, dass die alle von unten gepowert werden, aber so im Wesentlichen im Kreis gestellt sind. Obwohl so ein Halbkreis, hier ein Halbkreis und da ein Halbkreis, sodass man einmal durchlaufen kann, dass so ein Weg in der Mitte ist, der durchgeht vom Spawn zu Mobfarm oder so. Mobfarm-ähnliches werde ich dann hier hinten bauen. Ich würde sagen, ich schließe mein Grundstück hier mit ab, indem ich einfach hier dieses Ding mache. Und hier wird es dann einen Weg nach hinten geben, wo Farmen sind. Hier ist die Mobfarm, hier ist die Witherfarm, hier ist vielleicht noch andere Farm, weißt du, Sachen, wo etwas gefährlicher sind, die vielleicht nicht ganz in deine Base reingehören, weil die etwas grillen. Genauso wird das Solarpanel auch nicht hierhin gehören. Das werde ich dann nach hier hinten verlegen müssen, vielleicht so hier in die Ecke oder sowas. Und da werden wir, denke ich mal, ganz schöne Sachen machen. Tja, wie fandet ihr die Folge? War die okay? Ich weiß nicht, ob so viel... Ich habe nicht so viel Fortschritt gemacht heute irgendwie, aber ich hoffe mal, ihr seht große Veränderungen, hattet Spaß dabei. Schreibt mir mal ein bisschen Rückmeldung dazu in die Kommentare, ob ich mal so eine Folge machen kann. Und bis demnächst. Lasst Krachen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.